Es gibt etwas Sensibles, etwas Echtes im Kontakt mit den Büchern, was sehr wichtig ist. Da gibt es zum einen diese Dreidimensionalität und was noch stärker ist, das Parfum der Bücher, der bestimmte Geruch der Bücher, der einfach vom Staub kommt, vom Papier und auch vom Einband in Papier oder Leder. Das sind Dinge, die man nicht einmal vermessen kann. Es ist ein großes Privileg in der ICEA-Bibliothek in Halle, dass man diesen direkten Zugang zu seltenen Büchern bekommt. Elisabeth de Culteau ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Halle-Wittenberg. Die Humboldt-Professorin forscht nach Spuren des Wissenstransfers in der Ästhetikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Wie haben Gelehrte andere Gelehrte gelesen und verarbeitet? Am Beispiel des Kunsthistorikers Johann Joachim Winckelmann konnte sie zeigen, wie dieser seine Aufschriebe für die eigene Kunsttheorie fruchtbar machte. Eine wichtige Quelle für de Culteaus Arbeit sind die Bücher am Zentrum für europäische Aufklärungsforschung. Was ich in dieser Bibliothek gefunden habe, sind Spuren dieses alten Wissens in Form von riesigen Folianten, die Stiche enthielten, die Skulpturen aus meistens italienischen Sammlungen abbildeten. Und diese Bücher hat also Winckelmann nicht nur gelesen, sondern er hat sie sozusagen aufgeschrieben, abgeschrieben. Er hat sie exerpiert. Mehr als 4000 Seiten umfasst Winckelmanns handgeschriebene Bibliothek. Aus der Art, wie er welche Bücher las und exerpierte, hat de Culteau sein Erkenntnisinteresse rekonstruiert. Damals galt die Übernahme von Zitaten und Ideen ins eigene Werk noch als Zeichen der Ehrerbietung gegenüber einem Autor. Dennoch hat Winckelmann viele Spuren seiner Entlehnungen verwischt. Winckelmann selbst hat sich immer als Neubegründer bzw. als Begründer der Kunstgeschichte dargestellt. Diese Exzerpthefte sind eigentlich ein sehr aussagekräftiger Beweis dafür, dass er dieses frühere antiquarische Wissen in der Tat sehr gut kannte, auswertete und dass sein Werk keinen so bedeutenden Bruch eigentlich darstellt, wie er es selbst darstellen wollte. Winckelmanns Verneigung gegenüber dem Original spiegelt sich in seiner Kunsttheorie wider. Er bewunderte die Schönheit der griechischen Skulpturen und empfahl deren Nachahmung. Skulpturen, wie sie sich im Robertinum finden. Dort sucht Elisabeth de Culteau nach Grafiken und Gipsabgüssen. 2017 betreut sie eine große Winckelmann-Ausstellung in Weimar. Ihr Titel: Die Erfindung des Klassischen. Auf der Grundlage dieser Gipsabgüsse kann man wirklich die Verbreitung des Klassizismus in ganz Europa nachvollziehen. Eine grundlegende Frage für die Entstehung der Kunstgeschichte ist, ob Winckelmann bei seinen allerersten Skulpturenbeschreibungen überhaupt einen optischen Bezug zu den Skulpturen hatte. Es ist wirklich zu vermuten, dass er eigentlich nur Literatur über den Laokoon gelesen hatte und auf der Grundlage dieser Literatur dann eben diese Skulpturen so schön beschrieben hat. Winckelmann gilt ja eigentlich als der große Begründer des Klassizismus in Deutschland, aber er hat eine eigentlich barocke Art und Weise zu schreiben. Was wir sehr gerne zeigen würden, ist, dass diese angebliche klassische Tradition dann wirklich eine Erfindung ist. Es ist eine besondere Art und Weise, Winckelmann zu lesen und auf der Grundlage dieser Lesart dann ein Bild Winckelmanns aufzubauen, das eigentlich nur ein Teil seines Werkes ist. Und zwar gibt es bei Winckelmann edle Einfalt und stille Größe, es gibt aber auch sehr viel Ausdruck und Bewegung. Zu Winckelmanns Zeit besaß Halle die bedeutendste Universität Deutschlands. Ende des 17. Jahrhunderts wurde sie zum Ausgangspunkt der deutschen Aufklärung und Zentrum des Pietismus. Die frankischen Stiftungen zeugen vom christlich inspirierten Reformstreben ihres Gründers. August Hermann Francke baute für Waisenkinder Heim und Schule sowie ein kleines Museum auf. Die Wunderkammer ist ein wirklich sehr wertvolles Zeugnis für die Weltoffenheit der Frühaufklärung. Und das wurde eben diesen Waisenkindern angeboten.
mich haben eigentlich an all diesen Schriften diese historische und geografische Dimension interessiert. Und das ist, glaube ich, eine sehr moderne Art und Weise, auch einem Kind beizubringen, dass es doch eigentlich ganz verschiedene Kulturen in der Welt gibt. Ja. Das finde ich eigentlich wunderbar. Literatur ist was ganz Lebendiges. Das sind so Welten auch für die Einbildungskraft von Kindern. Also diese Einbildungskraft ist eigentlich an sich riesig. Die muss man füttern. Und Literatur ist dazu gedacht, eben auch diese Einbildungskraft einfach in Bewegung zu bringen. Meine Tochter spielt Theater in der Schule. Und Theater ist natürlich ein guter Weg dazu. Il y a des mains sur ma porte. Es ist wirklich für mich wichtig, sowohl arbeiten zu können, als auch mit der Familie überhaupt leben zu können. Ohne Probleme geht das natürlich nicht. Das heißt, ab und zu gibt es auch wirklich sehr arbeitsintensive Phasen und es kann sein, dass die Familie etwas darunter leidet. Aber man muss irgendwie durchhalten. Auch Bibliotheken gelingt es mitunter, den Zeiten zu trotzen. Die Marienbibliothek ist ein unversehrtes Kleinod unter den hallischen Kulturgütern. Als älteste deutsche evangelische Kirchenbibliothek verfügt sie über Literaturschätze aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Hier sind unter anderem Privatsammlungen gelehrter Geister zu bewundern. Für deren Ordnungssysteme interessiert sich Elisabeth de Couture besonders. Über ihre Alexander von Humboldt-Professur möchte sie sich für den Erhalt der Bücher stark machen. Ich bin fasziniert von diesen Bücherbeständen in Halle. Einige davon sind natürlich weltbekannt, also wie diejenigen der Frankischen Stiftungen. Andere sind weniger bekannt, wie eben die Bücherbestände der Marienbibliothek. Und für die gibt es nicht mal einen digitalen Katalog. Ich würde mich sehr gerne dafür einsetzen, dass es einen Verbund gibt für den Standort Halle auf der Grundlage dieser Bücherbestände. Sei es die Liebe zu den Originalen oder die Wertschätzung und Analyse von Exzerpten. Elisabeth de Couture hinterfragt die Schreib- und Lesetechniken unserer Schriftkultur. Sie klärt auf, im wahrsten Sinne des Wortes.